Ja, herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Ja, unser nächstes Video, was wir jetzt hier gerade drehen, hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Es lag ein bisschen an Zeit und ehrlicherweise auch an Arbeitskraft. Und wir haben viel zu tun. Die WM ist ja hier noch im Jahr 2014. Wir haben heute den 3. Juli 2014 noch massiv aktiv und wir sind auch noch dabei, also wir in Form der deutschen Mannschaft. Und da haben wir natürlich auch was mit Public Viewing zu tun und darüber haben wir auch ein sehr schönes Video gemacht. Wenn Sie es also noch nicht kennen sollten und Sie doch noch Lust haben, das Ganze auf einer großen Leinwand zu sehen, dann schauen Sie sich mal unser Video mit dem Stichwort Public Viewing an. Da gibt es ein paar gute Tipps. Und da erzählen wir natürlich auch, dass wir gerne den Satelliten bevorzugen, wenn es um die Fernsehempfangstechnik geht. Unter anderem ist der Satellit, ganz klar, eigentlich der schnellste Empfangsweg, um an solche neuen, an so ein Fußballspiel ranzukommen und einen Elfmeter auch am ehesten zu sehen. Und da ist schon ganz schön viel Technik im Hintergrund eigentlich am Arbeiten. Und ich hatte die Möglichkeit, persönlich mit einigen Händlerkollegen in Luxemburg sein zu dürfen. Denn in Luxemburg ist die Zentrale von SES Astra. Und zwar in der Nähe von Luxemburg-Stadt, in einem kleinen Wäldchen, fast schon ein bisschen versteckt. Und dort habe ich die Möglichkeit gehabt, mal hinter die Kulissen zu schauen und noch mal ein bisschen zu erfahren, was da eigentlich für ein technischer Aufwand betrieben wird, damit so ein Satellit erstmal oben hinkommt, dass er oben bleibt und dass er auch immer so da bleibt, dass wir immer ein einwandfreies Satellitensignal empfangen können. Und eigentlich war es gar nicht geplant. Kamera ist natürlich dabei gewesen. Ich konnte trotzdem ein paar Aufnahmen auch machen und die wollte ich Ihnen also auf gar keinen Fall vorenthalten. So, genug gequatscht. Was ich auch noch zeigen wollte ist, wir haben hier ja den Curved-Fernseher von Samsung, den 65 Zoll H-Serie 8590. Und dieser Fernseher kann doch erstaunlicherweise schon etwas zeigen, wo viele noch gar nicht mit gerechnet haben. Wir ehrlicherweise auch nicht. Wir haben es gehofft, aber richtig gewusst haben wir es noch nicht. Wir können hier schon echtes 4K empfangen, auch wieder über Satellit, weil das scheint wohl auch so zu sein, dass wenn 4K mal übers Fernsehen ausgestrahlt werden sollte, 4K oder Ultra HD, irgendwann werden wir uns mal für einen Begriff entscheiden müssen, also wenn das dann mal so passieren wird, dann wird ganz klar Satellit der erste Übertragungsweg sein, weil im Kabel oder auch im Internet, Netzwerk hier, Stichwort T-Entertain und so weiter, da scheint es auch noch ein paar Hürden mehr zu geben, die da technisch erstmal erklommen werden müssen. Und dass das funktioniert, das können wir mal eben demonstrieren. Ich habe also hier die Möglichkeit, mal eben umzuschalten auf unseren Kanal 1481 und das ist jetzt wirklich live über Satellit aus übertragen. Ein UHD-Signal, das kommt hier von den Jungs von Future Media Group oder Futuretainment Media Group. Marcel Gonska ist da unter anderem mit ein bekannter Name, den wir ja auch schon mehrfach hier als Interviewpartner gehabt haben, der sich mit diesem Projekt beschäftigt hat und dieses Material mit erstellt hat. Und dieses Material können wir also hier empfangen. Dazu gibt es dann eben die entsprechenden SAT-Parameter, die wir nur eingeben müssen. Und siehe da, wir haben also echtes 4K zu sehen. Es soll wohl auch in nächster Zeit dann diverse andere Beispielsequenzen geben, die man sehen kann. Und da mal auch zu gucken, was denn so maximal in seinem neuen 4K-Fernseher steckt. Allerdings, auch klare Aussage, das kann derzeit definitiv nicht jeder 4K-Ultra-HD-Fernseher. Wir haben es bis jetzt nur zum Laufen bekommen in Verbindung mit den Samsung-Modellen aus dieser H-Serie 8590. Das ist auch insoweit nicht überraschend, weil derzeit wirbt ja noch kein Hersteller damit, dass ein SAT-Empfänger auch schon für 4K-Material geeignet wäre. Das hängt damit zusammen, dass noch einige Spezifizierungen noch nicht ganz durch sind. Aber Fakt ist, mit den Spezifizierungen, die man hier nutzt, klappt das Ganze hervorragend. So, und jetzt habe ich genug erzählt. Kurzer Einblick mal in das, was so hinter den Kulissen bei Astra selber passiert, damit Sie unter anderem besser Fernsehen gucken können. Also, das sind die ganzen Antennen, die wir da haben. Da sind jetzt größere und es sind kleinere dabei. Die Antennen haben verschiedene Funktionen. Die großen Antennen in der Regel, das sind die Antennen, von denen auch Uplink gemacht wird. Das sind in der Regel 9 Meter Antennen, also richtig große Dinger. Die werden benutzt für sogenanntes TTNC, also Telemetry Tracking Command Steuerung des Satelliten selber und auch für TV-Uplinks. Insofern werden noch welche machen, weil die Kunden wissen das ja selber. Die Kunden machen auch selber mit einer 4 Meter Antenne ohne Probleme einen Uplink auf den Satelliten. Das ist kein Problem. So, warum brauchen wir trotzdem so riesen Antennen? Naja, je größer die Antenne, desto größer der Gewinn und auch besser die Bündelung der Antenne. Das heißt, mit diesen Antennen können wir unterscheiden, ob der Satellit jetzt 0,05 Grad zur einen Seite oder zur anderen Seite steht. Wir haben also eine sehr viel bessere Auflösung, um die Position des Satelliten zu bestimmen. Das ist nämlich sehr wichtig, weil wir müssen nämlich wissen, wo der Satellit ist. Also für den Endkunden reicht ja so eine kleine 60 cm Schüssel. Das ist völlig ausreichend zum TV-Empfang, aber bei uns ist es auf jeden Fall nicht ausreichend, weil wir brauchen ja nicht nur das Signal, sondern auch die Quelle des Signals, also von wo kommt es, damit wir die Position halt genau bestimmen können. Das gehört auch dazu, werde ich nachher noch mal was erzählen zum Thema Co-Location, wie man die Satelliten kontrolliert.
So, das andere ist diese Antennen. In welcher Genauigkeit kann man die halten? Ich habe mal irgendwo in der Publikation gelesen, die haben da um so ein Fenster von 70, 80 Kilometern und da schwimmen die großartig drin umher, weil ein bisschen Bewegung machen die ja immer, trotz der Erdumlaufbahn. Also die Antenne, die hat eine Auflösung von ein paar Tausendstel Grad vom Pointing her. Das ist auch schon. Und in welcher Zeitspanne können Sie so einen Satelliten nachführen, wenn Sie sagen, ich drücke jetzt hier auf den Knopf weiter nach rechts? Wie schnell der jetzt folgt, sehr viel schneller, als der Satellit weg kann. Das ist das Einzige, was relevant ist. Also so schnell hauen sie den Satellit nie ab. Und die Antenne, die Größe der Antenne hat noch was anderes, habe ich ja gesagt. So, wenn die Antenne größer ist, dann haben wir auch entsprechend mehr Bündelung, mehr Gewinn in der Antenne. Das heißt, wir können auch schwächere Signale empfangen. Die Telemetrie und Signale und auch das Commanding ist, was auf sehr niedrigen Pegeln läuft, damit es auch nicht mit den Transpondern sich in die Haare kriegt, unter anderem. Und wenn mal was auf dem Satelliten passieren würde und wir müssen auf Omnibetrieb gehen, also die Notfallantenne sozusagen, dann haben wir dementsprechend sehr viel Margin, sehr viel Luft bis zu dem Punkt, wo das Signal abreißen würde. Man merkt es auch in normalen Situationen, wenn die typischen Gewitter jetzt so Hochsommer, Herbst, Stürme, Herbstgewitter kommen, so eine richtig schöne, dicke, fette Wolke, da können Sie mit einer 4 Meter Antenne können Sie schon einpacken, kriegen Sie nichts mehr zum Satelliten hin. Wir haben aber noch Telemetrie. Und wir können auch noch Kommandos schicken, weil halt die Antennen so groß sind. Und die Regel ist dann natürlich bei so einer großen Antenne, eine Antenne pro Satellit mindestens. Plus Backup. Das heißt, für jede Gruppe von, sagen wir mal, 2, 3, 4, 5 maximalen Antennen haben wir auch eine Backup-Antenne, sodass wir hin und her schalten können, wenn was mit der Antenne wäre, gegebenenfalls einfach eine Maintenance. Die Antennen müssen ja unterhalten werden, also mal gereinigt werden, gefettet werden, so blöd das klingt. Aber das muss auch gemacht werden und dann gehen wir auf ein Backup und gut ist. Der erste Satellit, den wir hatten, das ist Astra 1A gewesen. Für heutige Verhältnisse ein kleiner Satellit, für damalige Verhältnisse Riesenteil mit 16 Transpondern ab, der Wahnsinn schlechthin, 16 TV-Kanäle, aber gut. Kam relativ schnell natürlich auch die Idee, es wäre nicht schlecht, wenn wir noch ein bisschen mehr Kanäle hätten, weil 32 ist besser als 16. Also wurde der zweite Satellit einfach daneben gesetzt, in dieselbe Box, wenn Sie so wollen, relativ nah aneinander. Dann haben wir zwei Satelliten, die so eigentlich auf dem Orbit synchron hintereinander fliegen, so Formationsfliegen. Ne? Ja. Bei zwei Satelliten ist es keine Sache, da sage ich einfach, ja gut, der eine steht auf 19,2 minus ein bisschen was und der andere auf 19,2 plus ein bisschen was. Für 16 Meter Antenne ist es komplett egal, den Unterschied sieht kein Mensch. So, jetzt kann man das weiterspinnen. Ja, was machen wir? 3, 4, 5, wir hatten bis zu 8 Satelliten drin, da geht das nicht mehr. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil dann hätten wir so eine Mini-Perlenkette und die Satelliten sind zu nah aneinander. Und auch das Kollisionsrisiko steigt. Das heißt, wenn ich so viele Satelliten hintereinander fahren habe, das ist wie auf der Autobahn Hochgeschwindigkeit mit 200 km/h. Der Satellit ist mit 11.000 unterwegs. Ne? Und sie fahren im Vordermann so auf 5 Meter ran. Wenn eine Zucken im Gaspedal hat, dann hat es schon geknallt. So, wie kann man das Problem lösen? Auf der Autobahn würden sie einfach auf den Spuren nebeneinander fahren. Kann man auch im Orbit machen, indem man einfach den Satelliten eine Inclination, eine leichte Bahnneigung gibt. Das heißt, die Bahn ist nicht mehr exakt in der Äquatorebene jetzt, sondern die eine ist leicht so gekippt und die andere ist leicht so gekippt. Das heißt, so. Die Bahnen sind so verschränkt. Das heißt, ich habe jetzt nur noch zweimal am Tag den hier. Aber der Rest des Tages ist da kein Kollisionsrisiko mehr da. So, wie kriege ich das jetzt, den Spurwechsel noch hin? Naja, da mache ich einfach, das sind ja, wenn ich sage, das sind Ringe, das ist ein kreisrunder Orbit, fast kreisrund, gebe ich die mal eine leichte Exzentrizität. Das heißt, ich mache da so eine minimale Ellipse draus, ich verbiege, und dann habe ich zwei Ringe, die so ineinander verschränkt sind. Das heißt, wenn ich von hier auf den Satelliten gucke, dann wird der eine Bewegung machen, die so läuft. Aber zu keinem Zeitpunkt kommt die sich nah. Das ist die sogenannte Inclination Eccentricity Control Strategy. Das war halt das Novum, was SES eingeführt hat und auch erfolgreich weitergemacht hat. Es ist so erfolgreich, dass die Mitbewerber es natürlich auch kopieren. Nehmen wir mal als Lob. Das war eine gute Sache. Und wie gesagt, es ermöglicht halt, viele Satelliten in einen Slot reinzusetzen, sodass wir sehr viel mehr Transponder anbieten können. Wir können also mit mehreren Satelliten auch das ganze Frequenzband bei 19,2 von 2 GHz Bandbreite abdecken. Plus Backup, falls ein kompletter Satellit ausfallen würde, ist es immer noch möglich, die Transponder halt so umzudisponieren, umzulegen, dass der Kunde immer noch bedient wird.
Und das Design hier war halt anders als das, was eigentlich vorgesehen war seinerzeit in den 80ern, so für Satelliten-TV. Es hat darauf basiert, dass man einfach versucht hat, mehr Vielfalt anzubieten und Medium-Power-Satelliten einzusetzen. Medium-Power-Satelliten bedeutet 16 Transponder zu 45 Watt. Auch wie gesagt, in heutigen Verhältnissen würde man sagen, wie bitte nur 45 Watt? Ja gut, aber der Footprint war halt nur Zentraleuropa, die Hauptmärkte, also Frankreich war schon zum Teil unten nicht mehr drin, das war hauptsächlich auf den deutschen Markt abgestimmt, das ganze Paket und UK nicht, also England nicht zu vergessen. Sky Movies sage ich nur, Sky Movies war ja anfangs sogar komplett unverschlüsselt, analog, das war Heaven on Earth, also wunderbar. So, also wie Sie schon gesagt haben, ist sehr ruhig hier, das ist auch gut so, so soll das sein. Weil wir machen ja hier was Ernsthaftes. Wir kontrollieren hier 33 Satelliten von der gesamten Flotte Prime und 7 Backup. Das heißt, für 7 Satelliten machen wir nur die, wenn Sie so wollen, die Notfallreserve für USA, von wo aus die geflogen werden. Und für 33 Satelliten sind wir halt die Hauptzuständigen hier. Das heißt, das ist das, was hier gemacht wird. So, sieht aber trotzdem noch sehr ruhig aus, trotz 33 Satelliten. Warum? Naja, was kriegen wir vom Satelliten rein? Typischerweise Telemetrie, also Messwerte. Das sind so 10.000 Telemetriepunkte pro Satellit, die andauernd immer wieder runterkommen. Die werden von Computern ausgewertet, die werden an den Bildschirmen angezeigt. 10.000 pro Satellit. Also auf so einem Satellit kann man unglaublich viele Sachen messen. Spannungen, Ströme, Temperaturen, Druck, Computerzustände und was weiß ich, Transponder, die einzelnen Transponder. Pro Transponder gibt es ja schon wieder eine ganze Reihe von Messdaten, die andauernd runterkommen, sodass wir feststellen können, geht es dem Satelliten gut, ganz einfach gesagt. Hat er Bauchschmerzen. Genau, hat er Bauchschmerzen. Das ist wie Babysitting ist der Job. Der Computer selbst, sagt hier auf dem Boden, der löst einen Alarm aus, wenn irgendwas nicht entsprechend den vorgegebenen Grenzen ist. Zum Beispiel, ich habe eine Temperatur, die muss sich zwischen 20 und 30 Grad bewegen. Jetzt kommt die auf 29 Grad, dann gibt es einen gelben Alarm, dann kommt auf 30 Grad, dann gibt es einen roten Alarm. Dann muss der Controller, der da drin sitzt, der geht dahin, schaut sich an, was ist für ein Alarm, was ist hier schiefgelaufen, woran liegt es und ergreift eine entsprechende Aktion. So. Da gibt es mehrere Möglichkeiten wieder, was da zu tun ist. Das können Routineaufgaben sein, die Temperatur zum Beispiel, da wurde in eine Heizung angeschaltet, die ist jetzt das baut halt so weit aufgeheizt, dann schalten wir es einfach wieder ab und so weiter. Es kann aber auch, wie ich vorhin gesagt habe, es kann sein, dass ein Transponder sich ausgeschaltet hat. Da muss er möglichst schnell die entsprechende Prozedur aus den Schränken da finden, alles entsprechend kategorisiert und dann schaltet er den Transponder wieder ein, versucht einen Restart und wenn es nicht funktioniert, macht er halt dann Umschalten auf ein Backup. Das sind so ein bisschen die Schreckmomente, die man im SOC hat. Dann gibt es, das entspricht so ein bisschen ein Feuerwehrmann eigentlich. Der sitzt ja auch eigentlich in seinem Kabuff und wartet darauf, dass irgendwas passiert. Deswegen sind die alle so relaxed da, weil jetzt im Moment nichts passiert. Die Erde selbst ist ja auch ein bisschen so verbeult, so abgeplattet an den Polen und die Landmassenverteilung ist ungleichmäßig. Deswegen ist die Anziehungskraft der Erde auf den Satelliten nicht immer exakt die gleiche, je nachdem, wo der ist. Das zieht den Satelliten in Ost-West-Richtung aus der Bahn. Dann haben wir Sonne und Mond. Die bringen es fertig, ganze Weltmeere zu bewegen. Dann können wir auch den Satelliten bewegen. Und genau das passiert auch. Das heißt, die bringen uns eine Bahnneigung rein, die wir aber nicht haben wollen. Weil wenn wir den Satelliten einfach in Ruhe lassen, dann wird der Satellit von der Bodenantenne aus geguckt und da beginnt der so eine Figur, so eine 8 zu zeichnen. Die wird immer größer und irgendwann ist das Rumgeeiere so groß, dass es mit festen Antennen nicht mehr zu empfangen ist. Oh, dann haben wir ein Problem. Soweit lassen wir es aber nie kommen. Das heißt, vorher wird entsprechend eingegriffen, vorher wird schon Manöver gefahren. Ein Manöver, ein Satellitenmanöver. Bedeutet, wir benutzen kleine Raketenmotoren hier am Satelliten. An fast allen Seiten sind die montiert. So kleine Düsen, die werden dann aktiviert und die schieben den Satelliten dann dahin wieder zurück, wo er eigentlich hingehört. Das sind die sogenannten Station-Keeping-Manövers, die werden üblicherweise organisiert in einem Zyklus von 14 Tagen, machen wir 3 Manöver, zweimal Ost-West-Richtung und einmal Nord-Süd-Richtung. Und das ist auch so ein bisschen so eine Spezialität, kann man schon sagen, wenn diese Manöver sehr vorsichtig gerechnet werden, optimiert werden auf minimalen Spritverbrauch, kann man ja wieder, wie ich vorhin erwähnt hatte, die Lebensdauer des Satelliten rausdrücken. Das heißt, der Satellit kriegt ja auch eine gewisse Spritmenge mit, wenn er gestartet wird.
Und die ist berechnet vom Hersteller, okay, bei normalem Betrieb wird es dann 15 Jahre reichen. Astra 1C, das wäre zum Beispiel das Modell da. Das ist so ein, ja, sieht noch ein bisschen einfacher aus, ist ein einfacheres Modell so gesehen. Der hatte eine Lebensdauer von 15 Jahren offiziell. Er wurde Mai 93 gestartet, das heißt, er ist jetzt über 21 Jahre alt. Und läuft noch. Der wird aber jetzt diesen Herbst wird er dann in den Friedhofsorbit verschoben werden, weil jetzt der Sprit doch so langsam knapp wird. Jetzt heißt es auch immer mal wieder, ja, aber die neuen Satelliten machen ja Electric Propulsion. Das ist ja in aller Munde Elektroantrieb. Mein Elektrofahrrad funktioniert auch super. Aber der Satellit, der wird nicht einfach nur von Strom, von Elektronen weiter bewegt. Was wir da machen ist, wir benutzen ein Gas, wie zum Beispiel Xenongas, das wird ionisiert. Dann haben wir geladene Teilchen und geladene Teilchen kann man entweder in einem Magnetfeld oder in einem elektrischen Feld beschleunigen auf sehr hohe Geschwindigkeiten. Und das ist der Trick. Dann werden diese Teilchen, diese ionisierten Teilchen mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßen. Dann haben wir wieder das Rückstoßprinzip. Aber die Raketengleichung besagt uns, dass es günstiger ist, kleine Partikel mit extrem hoher Geschwindigkeit, zum Beispiel sagen wir mal 30.000 Metern pro Sekunde auszustoßen. Dann kriegen wir eine höhere Effizienz, als wenn wir jetzt irgendwas Chemisches da verbrennen, wie zum Beispiel Hydrazin, wo wir dann Ausstoßgeschwindigkeiten von 300 bis 400 Meter pro Sekunde nur haben. Das heißt, im Praktischen ausgedrückt, so ein Satellit wie der hat, wenn er keinen elektrischen Antrieb hat, dann brauchen wir da so bei 600 Kilo Sprit ungefähr für 15 Jahre. Dasselbe erreichen wir aber mit 90 bis 100 Kilo Xenongas. Das heißt, ich gewinne wieder einiges an Masse. Ich habe fast eine halbe Tonne Masse jetzt gewonnen, dadurch, dass ich ein elektrisches Antriebssystem einsetze. Und diese Masse kann man anderswo anbringen, zum Beispiel mehr Transponder drauf machen. Das ist so. Also wir fliegen Satelliten zwar super gerne, aber wir fliegen Satelliten nicht deswegen, weil es Spaß macht, sondern weil es über die Transponder halt Geld bringt. Sonst würden wir es nicht machen, müssen wir ganz einfach so sagen. Steht ja normalerweise so, fliegt er auf seiner Bahn. So gegen Uhrzeigersinn fliegt er so um die Erde rum. Das vordere Teil hier zeigt immer exakt genau auf die Erde. Die Antennen müssen ja entsprechend ausgerichtet sein. Die Präzision, mit dem der Satellit hier weiterhin gehalten werden muss, ist extrem groß. Weil, wenn der Satellit sich, sagen wir mal, so neigt, um 0,1 Grad nur, verschiebt sich der Footprint um 70 Kilometer. Dann sind die Jungs in Südspanien extrem froh, wenn sie das Tor von den Holländern nicht sehen. Und deswegen, da wird schon einiges an Anforderungen gestellt. Wenn Sie dem so einen Stoß geben, wie kriegen Sie den zum Bremsen wieder, dass der wieder... Gegenstoß, das ist wirklich die einzige Möglichkeit. Also wenn wir ihn jetzt zum Beispiel so stoßen, dann müssen wir hier gegenhalten. Die ganzen Düsen, hier sieht man es ja auch, hier ist eine, da ist eine. Die werden immer paarweise so und so gefeuert, sodass der Satellit ausbalanciert bleibt, wenn ich ihn zum Beispiel runterdrücken möchte. So. Er darf ja nicht so rüber tippen. Ja, ich denke mal, das war sicherlich ein guter und interessanter Einblick mal hinter die ganze Technik, die da so notwendig ist, damit wir weiterhin schön Fernsehen gucken können über Satellit. Wobei selbst der Kabelbenutzer und auch der Internetbenutzer natürlich von Satellitenübertragung profitiert, denn das wesentliche Signal kommt eben fast immer über den Satelliten. Wenn Sie das jetzt hier gerade schon bestaunen und bewundern, ja, das sind unsere neuen Kinosessel, die wir hier haben. Die sind jetzt hier bei uns schon bereits in Cast, in unserem Studio aufgebaut. Der eine oder andere hat das sicherlich auch schon gelesen, in unserer Facebook-Seite, auf unserer Homepage oder auch in der App. Diese Kinosessel werden wir natürlich in unserem nächsten Video präsentieren, denn da steckt einiges auch an Technik drin, damit Sie es so bequem wie möglich haben und eben ganz entspannt eben einen wunderschönen Heimkinoabend erleben können. Und deshalb würde ich sagen, abonnieren Sie am besten Facebook oder gehen Sie mal in den App Store und installieren Sie Grobi TV. Dann werden Sie auch in Zukunft immer sofort informiert, sobald sich was Neues im Hause Grobi tut. Bis dann wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.